Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und wie ich ja im letzten Part angekündigt habe, sollte ich vielleicht mal kurz mein Inventar neu regulieren. Schrecklich, schrecklich. Werde ich mich heute im Prinzip nur Farmarbeit widmen. Oh. Axt nicht vergessen. Und werde dann morgen vermutlich wieder in die Minen gehen, damit wir an mehr Kupfer kommen, um unsere Sachen endlich aufzubessern. Jetzt möchte ich natürlich erstmal meine neue Spitzhacke ausprobieren. Ja, wundervoll. Reicht die? Oh, sie reicht, um große Steine kaputt zu machen. Das ist awesome. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Ah ja, und natürlich können wir dann gleich ein bisschen Heu sammeln. 5 Stück brauchen wir ja, 5 Einheiten. Und natürlich wollen wir auch Grashüpfer fangen. Zack. Die können wir auch dann fast direkt im Anschluss verkaufen. Ich werde natürlich erstmal ein bisschen weiter hier rumgrasen. So. Und dann fangen wir an, hier alles kaputt zu machen. So dass wir diesen Weg dann einfach immer ganz regulär langlaufen können. Ah, da hat sich noch ein Stein versteckt. Ein Lümmel. Den machen wir natürlich weg. Heute überlebt kein Stein. Dieser Minibaum, der da wächst. Wahnsinn. So, falls ihr euch gewundert haben solltet, warum ich hier einen kurzen Cut gemacht habe, ich habe einen richtig starken Nieser rausgelassen. Es kann sein, dass ich noch einen rauslasse. Dann gibt es noch einen Awkward Cut. Oje, oje, ich glaube, ich werde krank. Nee, es ist einfach die Zeit, in der natürlich wieder alles ein bisschen, naja, sagen wir, rumgeht. Und ich glaube, ich habe mir es eingefangen. So, reicht jetzt. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Cuts machen müssen. Das ist richtig awkward. Okay, okay. Ist Hayden hier? Ah, nee. Wait, er ist nicht hier. 4 Nieser jetzt an ein Stück. Also langsam wird sie echt ungesund. Errol, wo bleibt er? Ich hätte gern die Heu-Quest abgegeben. Hm. Na gut, dann eben nicht. So, dann filmen wir dich. Da war einfach noch eine Tulpe da drin. Das ist wild. Okay. Kann ich dich eigentlich? Nee, oder? Genau, du warst zu hart. Der Baumstumpf ist ironischerweise nicht zu fällen. Aber die Bäume, die kann ich problemlos fällen. Okay. Verkauf die Tulpe. Davon haben wir eh genug, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Dann können wir den Breath of Spring gemütlich ins Inventar packen. Ich hoffe, dass wir noch mehr finden. Sehr gut. Ich muss es einfach nur ansprechen und dann finden wir ihn auch. Oh, ich habe gerade so noch die Ausdauer gesehen. Das hätte schief gehen können. Okay, wir lagern auf jeden Fall Fiber und Grass Seed ein. Und das Heu. Ja. Das Heu, das belassen wir. Augenblick. Habe ich irgendwas, um Ausdauer zu regenerieren hier? Also vernünftig viel? Ich habe die Suppe hier. Hm, will ich die jetzt nutzen? Ah, ich glaube, ich mache hier für heute Schluss. Lager mir alles ein. Nehme dich schon mal raus. Und ja,
Würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss. Zumindest fast. Ich kann ja noch ein bisschen Gras mähen, weil das kostet ja keine Ausdauer. Dann können wir zumindest noch ein bisschen was mitnehmen. Wunderbar, wunderbar. Ich kann natürlich auch immer wieder noch die Bäume schütteln, das darf ich nicht vergessen. Das ist was, das vergesse ich viel zu gerne und das ist gar nicht mal so gut. Oh. Da kriegen wir natürlich auch immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir eigentlich nutzen könnten. Und verkaufen könnten eventuell. So. Gott, hier ist noch so viel zu tun, Leute. Ich könnte Tage hier auf der Farm verbringen und es würde immer noch nicht fertig sein. Ist so wild. Ah, sehr schön. So kommen wir natürlich auch unter Umständen an die ganzen Springflowers, die ich unbedingt haben will. Ich frage mich, wie viele notwendig sind, damit man vernünftiges Ergebnis im Spring Festival sieht. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal genug Grass Fiber und Hay. So, ich würde sagen, es reicht jetzt auch. Da gibt es jetzt nichts mehr zu tun, großartig. Lassen wir es dabei. Lagern das alles ein. Bis auf 5 Stück hiervon. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, können wir problemlos den Tag beenden. Ich würde hier aber noch einen weiteren Cut machen. Denn die ganzen Nieser haben natürlich auch dafür gesorgt, dass es mir gerade gar nicht so gut geht. Und deshalb mache ich ganz kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin endlich zurück zu meiner Aufnahme. Hat jetzt über 20, nein, nicht ganz, aber fast 20 Minuten gedauert. Jetzt bin ich hier. Jetzt können wir richtig spielen und oh, das war knapp. Wir hätten fast 2 Uhr erreicht. Naja, das war auf jeden Fall Close Call. Mir ist es vorher nicht aufgefallen. Und wir haben einiges an Umsatz gemacht heute. Das ist sehr gut. Da kann ich mich nicht beklagen. Ah, fast hätten wir die nächste Stufe erreicht, aber ist nicht schlimm. Jetzt beginnt der Montag und wir haben sicherlich viel zu tun. Ach ja, es stand zwar da Save Complete, aber nur um sicher zu gehen, complete ich noch meinen eigenen Save. Okay. Das ist ja schön. Uiuiuiui. Jetzt haben wir erstmal eine dicke Kartoffelernte gehabt. Das hat sich gelohnt. Und ich würde sagen, wir werden mal ungefähr... Wir werden 10 Stück versenden. Das wird auf jeden Fall sehr viel Geld bringen. Und die 2, die lassen wir fürs Kochen mal hier. Und ja. Da wir jetzt gerade 1000 haben, können wir uns auch wieder ordentlich viel Saatgut kaufen. Sollten wir auch. Damit wir unsere Wirtschaft gut erhalten können. Wir haben erst den 15. Das heißt, wir können auf jeden Fall problemlos noch eine weitere, große Investition hier machen. Mit Cabbages beispielsweise. Und dann sprechen wir mit Calderus. You would do well to explore the mines thoroughly. I suspect there is much more value to be found as you venture deeper. Das ist richtig. Das wollen wir auch auf jeden Fall. Wir holen uns... Crafting armor will occasionally result in a bonus fortified infusion. Das ist sehr gut. The craft time for all blacksmithing receipts will be reduced by 10 minutes. Das ist zwar gut, aber... Da wir derzeit noch nicht so viel craften, denke ich, ist es besser, wenn wir uns erstmal das hier holen. Und dann das andere.
Wir werden höchstwahrscheinlich sowieso heute die 10 Essenz wieder erreichen. Das heißt, wir können uns problemlos auch noch das holen. Falls nicht, dann, naja, haben wir zumindest das andere für die Armor. Also spielt eigentlich keine Rolle, egal wie ich es drehe und wende. Okay. Gehen wir erstmal links und geben das Heu ab. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um anzufangen. Dann würde ich das... Ja, genau, dann komme ich zurück zur Farm. Nehmen wir auch gleich die Bären mit. Ich hoffe, er ist nicht weggelaufen. Okay, er ist noch auf seiner Farm. Oh, er hämmert im Boden. Na dann. Hier, dein Heu. Oh, perfect. It's the hay I requested. Thanks, Phantasm. I'll be sure to tell the cows you harvested it yourself. They'll be so pleased. Here's some of the extra milk for your trouble. Danke. Saturday was a nice day. The market was really bustling. Das ist richtig. Oh, oh, oh. Eine Bumblebee. Die haben wir natürlich gefangen. Und wenn wir einmal hier sind, können wir auch mit Henrietta reden. Henrietta, proudly preens her feathers. Das machst du gut, Henrietta. So, dann gehen wir zurück auf die Farm. Nehmen natürlich die Bären mit. Ich bin am Überlegen, oh, nice. Revel Spring, nehme ich. Ich bin am Überlegen, um ein bisschen wirtschaftlicher zu werden, die Bären eventuell eher zu verkaufen als zu verwenden. Oder ich nehme einfach stattdessen die Suppe mit, wenn ich das nächste Mal in die Mine gehe. Was ich eigentlich vorhatte, heute zu tun. Und ich denke, das mache ich auch. Oh, wir haben jetzt gar keinen Platz mehr hier. Was glücklicherweise nicht so schlimm ist, weil wir noch die Stone Chest haben. Und da kann ich die Axt und die Gießkanne drin lagern. Und ich würde auch die Hake hier rausnehmen und hier drinnen lagern. So, und unsere drei Mining Items, die habe ich natürlich dabei. Die Bumblebee kommt in die Chest. Und dann geben wir erstmal das Request. Ach, ich habe die Blume vergessen. Moment, noch bin ich unten. Noch bin ich unten. Holen wir uns schnell eine Blume. Und die Suppe habe ich auch vergessen. Okay. Blume und Suppe nehmen wir beides mit. So. Auf geht's. Wo bist du? Hier bist du. Sie hat wieder ihr Haar runtergelassen. Sehr schön. No luck with the seed yet, Phantasm. Don't worry. I'll let you know if anything changes. Kein Problem. This is sweet. Thank you, Phantasm. Okay. Dann haben wir hier Baylor. Joe's cooking class was just a thing. Now my road rations don't taste like I picked them off the road. Fair. Absolut fair. Oh. Request for water chestnuts. Bring two water chestnuts. Okay. Selbstverständlich. There was a tunnel millipede at a museum. Luke said that they're very good at burrowing, so I floated a plan for an elite tunneling team made up of trained centipedes. Errol didn't go for it. Ich meine, es wäre lustig. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass Errol davon jetzt nicht so begeistert war. Shh. Nora's got ahead in numbers. Das darf sie sehr gern tun. Ich wollte nur mal kurz schauen, was du so Schönes hast, worin wir erstmal investieren können. Wir könnten uns eine riesige Anzahl an Kartoffeln holen. Wobei ich auch Cabbages eigentlich sehe. Okay. Ja. Ach, und holen wir uns auch noch ein paar Turnips. Investieren wir all unser Geld, sodass wir dann harvesten können. Oh wait, wir sind gerade einmal hier, dann können wir auch noch mit Nora reden. Da. Del was awake when I got up. She wasn't up all night, was she? Ich kann mich daran erinnern, als ich noch ein kleiner Knirps war. Ich bin meistens um 7 Uhr mit meiner Mutter aufgestanden. Oder beziehungsweise auch 6 Uhr.
und bin dann meinem Vater auf den Keks gegangen, der einfach nur schlafen gehen wollte. Beziehungsweise nicht schlafen gehen, der einfach nur schlafen hat. Und ich dachte mir immer so, ich bin wirklich ein schreckliches Kind gewesen. Es tut mir echt leid für meine Eltern. Berries and Cream können wir machen. Damit können wir zum ersten Mal richtig kochen. Okay, machen wir. Bing. Skill up. Sehr schön. Das bringt sogar 50. Wir könnten es eventuell verkaufen, wenn wir wollen. Mehr können wir derzeit nicht tun. Ich möchte mit Rainer reden. So. You did great at the cooking class, Phantasm. Come by anytime for pointers, okay? Jana. I wonder what fresh produce they've got over at the general store. Maybe I'll drop by later. Mine. Another busy day. In der Tat. Okay. Also der Plan ist, wir gehen jetzt zurück und lagern das ganze Saatgut ein. Und ich würde das dann nach dem Minengang alles pflanzen. Ich denke, das ist ein Plan. Okay. Und die Suppe ist unsere Reserve. Berries and Cream könnten... Okay, Leute, wir lassen die Berries and Cream auch bei uns. Und um das Roleplay zu perfektionieren, rüsten wir natürlich jetzt wieder das Miner-Outfit aus. Ich finde, das hat RIP. Okay. Und ich bin bereit für das Tieftauchen. Es ist so schön, mit den Kirschblüten hier lang zu laufen. Ich will jetzt auch keine Berries oder irgendwas weiter pflücken, weil ich halt so viele Mining-Items wie möglich mitnehmen möchte. Mit dir spreche ich aber noch. I hauled up a copper plate in my nets and I've been itching to hand it over to Errol. Also, ich hätte da jetzt auch nichts dagegen, muss ich sagen. Apropos Errol, wenn du einmal hier bist, reden wir auch gleich mit dir. I felt such an unexpected fondness when you donated a lantern moth you found in the mines. They look quite humble, but if we were ever lost in the dark, well, nothing's quite as welcome as a single fluttering moth leading you back to light. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht, der Gedanke. Wie sieht's denn da bisher aus? Wir brauchen noch einen Wurm und noch irgendeinen Käfer, den ich nicht ganz erkennen kann. Okay. Ich würde sagen, dadurch, dass uns noch sehr viel Equipment fehlt, bleibe ich erstmal noch in den oberen Mining-Sachen, also hier. Und würde mich tatsächlich komplett dem widmen, dass wir einfach mal versuchen, alles Mögliche abzubauen jedes Mal. Oh. Und sieh mal einen an. Ein Tunnel-Millipede. Den können wir bei Gelegenheit wegwerfen, der ist nicht so wichtig. Da wir ja die Suppe und die Creme haben, können wir... sehr schön. Können wir sehr, sehr lange durchhalten. Das heißt, ich kann komplett stressfrei erstmal hier ein bisschen rumhantieren. Abhängig davon, wie viel Monster und Material wir von denen finden, würde ich den Tunnel Millipede dann einfach weghauen. Auf jeden Fall Priorität hat natürlich, dass wir Kupfer holen. Zack. Okay, 2 Hits für Kupfer. Das ist sehr gut. Hey, Sens. Danke. Noch mehr Kupfer. Her damit. Bist du der Wurm? Buchstäblich einfach nur Wurm. Okay. Gut. Ich finde es schade, dass die Mine so weit weg ist von unseren Feldern. Dich will ich natürlich auch haben. Tunnel Millipede, geh weg. Und wir nehmen dich.
Copper Nugget Beetle. Okay, das ist der, der uns noch gefehlt hat. Wir essen jetzt die Creme für das Stamina Restoration und ja, bauen einfach weiter hierauf rum. Das ist auf jeden Fall ein guter Tag. Oh. Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir dann später ausgraben. Bling. Die 5. Jawohl. Mehr Springflower. Mehr Springflower. Her damit. Oh, Monster. Bereit für den Kampf. Ah, guter Loot. Guter Loot. Stimmt, ich kann ja chargen. Nicht, dass das so viel bringt, wie es aussieht. Aber ich kann chargen. Das ist gut. Hey. Ah, die Essenz, die braucht manchmal einen Moment. Oh, wait. Wir können die Kisten kaputt machen. Das ist gut zu wissen. Hey, sei mal nicht so. Okay, das ist easy. Die Suppe essen wir, sobald wir die 20 erreichen, um eine maximale Effizienz dafür zu bekommen. Oh, da unten haben wir auch das Moos. Das hätte ich auch gern. Ich hätte am liebsten, bis auf das Holz, alles, was hier gerade rumliegt. Und es ist wirklich sehr gut, dass wir so viel Stein gerade bekommen. Dann haben wir nämlich da auch bald das Problem nicht mehr. Time Millipede, weg mit dir. Warte. Red Toadstool hatte ich, glaube ich, auch schon, oder? Ja. Das heißt, du hast auch erstmal keine Priorität. Dann nehme ich das Moos mit, tatsächlich. Weil das kann ich ja dann super weiterverwerten. Also damit meine ich natürlich in das Museum ballern. Und... hey, das wollte ich nicht. Hier noch irgendwas Interessantes? Nein? Gut, dann auf nach unten. Ein Rubin. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir haben direkt die nächste Treppe. Zwei Rubine? Nein, nein, sag nicht, ich bin hier. Ich bin stuck. Das ist doch unfair. Das heißt, ich kann hier nicht harvesten. Ah, drei Rubine sogar. Leute, das ist eine Ausbeute. Das ist eine coole Ausbeute. Naja, schade, dass wir eine Ebene skippen mussten jetzt gerade. Und wir haben die nächste Leiter sofort gefunden. Das heißt, wir können problemlos... problemlos... oh, oh, oh... den Tag beenden. Die Blume nehmen wir auf jeden Fall mit. Was kann ich dafür wegschmeißen? Okay, ich kann die Blume nicht mitnehmen. Die ist nicht wertvoll genug, um all das, was ich gerade an Ressourcen zu habe, rechtfertigen zu können. Naja, ich nehme auf jeden Fall die ganzen Kupferadern mit. Alle Schläge daneben. Oh, ein Schatz. Kupfer und Schuhe. Dann werfen wir mal kurz dich weg. Unlock Cosmetic. Miner's Boots. Jawohl. Würdest du sagen... so kurz vor 0 Uhr sollten wir fertig werden. Beziehungsweise 23 Uhr. Aber ich will auf jeden Fall all das Kupfer haben. Hey, Essenz. Okay. Das reicht. Wir können gehen. Und dann gebe ich schnell meine Funde im Museum ab. Und dann gehen wir auf die Farm und streuen das Saatgut. Donate. 1, 2, 3 Donations fürs Museum. Das hat sich gelohnt. Und wir haben ein Set complete. Und neue Rewards freigeschaltet. Welches Set haben wir komplettiert? Ein Insektenset? Ja, Tatsache, wir haben das Upper Mines Insect Set vervollständigt. Sehr schön. Das hat sich gelohnt, Leute. Das war eine gute Ausbeute. Okay. Dann gehen wir zurück auf die Farm. Und kümmern uns darum, dass da dann alles steht. Ich gehe mal aus Reflex hier gleich rechts runter, was aber gar nicht
so gut ist, weil wir gar nicht auf die Farm kommen, sondern erst noch den Umweg durch Mystria nehmen. Wobei sich das zeittechnisch nicht viel nehmen dürfte. Wahrscheinlich plus minus 10 Minuten. Aber gut, wir können auf jeden Fall mal alles einlagern. Ich weiß nicht, ob wir die Rubine später craften können. So. Zack, zack. Zack. Wooden Treasure Box. Oh, achso, das ist eine Schatzkiste, die kann ich gar nicht verwenden. Ach na, umso besser. Guckt mal einen an, wir haben die Berries and Cream zurück. Und wie sieht's mit dir aus? Unlock Cosmetic. Beekeeper's Head. Oh. Interessant. Nun gut. Das, das, das und das hätte ich gerne. Und dann schauen wir mal. Zeit, die Saat zu verstreuen. Ah, nicht ins Nichts schmeißen. Ich glaube, sogar in Harvest Moon war es möglich, dass man, wenn man die Sachen ins Nichts streut, dann tatsächlich verschwendet. Wäre gar nicht so gut gewesen für uns. Ich hoffe, ich habe noch genug Ausdauer. Zack, 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 zack. Uhuhu. Ich glaube, es reicht gerade so nicht. Ich glaube, ich muss gleich noch irgendwas holen, um Ausdauer zu regenerieren. Ups, das war nix. Oh. Eins. Ich muss eine Beere gleich essen. Ich muss eine Beere essen. Naja, gut. Das soll nicht das Problem sein. Dann essen wir mal eben eine Beere. Munch, munch. Und zack. Wir sind fertig für den heutigen Tag. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, nicht nur sind wir fertig mit dem heutigen Tag, sondern auch mit dem heutigen Part. Wir haben wieder viel getan. Es kann sein, dass er nur 20 Minuten lang ist oder so, weil ich das jetzt zeittechnisch nicht ganz im Überblick hatte. Aber wir haben auf jeden Fall trotzdem genug getan, denke ich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.